Xavier 2012 haben wir auch noch das Samsung Galaxy S2 LTE entdeckt. Das hat ein super AMOLED Touchscreen mit einer Diagonale von 11,43 cm, ein Dual-Core-Prozessor und High-Speed-Internet dank LTE. Auf der Rückseite haben wir eine Kamera inklusive Flashlight, die löst in 8 Megapixel auf. Momentan ist noch Android 2.3 hier drauf installiert, können wir in den Einstellungen gucken. Da 2.3.6, aber wir gehen davon aus, dass es auch noch 4.0 erhalten wird. Ja, ganz typisch Home-Button, zwei Touch-Tasten, eine Frontkamera, das Display. Also Super AMOLED ist halt so hinzuführend das eins der besten Displays. Ja, auf der rechten Seite noch die Sip & Wake-Taste, Klinkenanschluss und hier die Lautstärkenwippe. Und ja, das war das Samsung Galaxy S2 LTE auf der CeBIT 2012.